Die einzige erzählenswerte Landschaft ist das menschliche Gesicht. Und genau solche Gesichter brauche ich für diesen Film. Charaktergesichter. Zerstörte, menschliche Gesichter. Wie bei Fassbinder. Ja, das Ganze wird ein Fassbinder-Film. Nur ein Mann und eine Frau, die sich nichts mehr zu sagen haben, aber die ganze Zeit reden. Das wird der erste Fassbinder-Film seit Fassbinder. Super. Ganz toll. Klasse Idee. Genau sowas braucht Deutschland. Berührt mich schon bei der Beschreibung. Und mich erst. Sie sind genau der richtige Regisseur für. Oh, vielen Dank. Das freut mich jetzt, aber ich bin schon ein bisschen überrascht. Wissen Sie, so ein kleines, unbekanntes Produktionsunternehmen? Genau deshalb. Das Casting ist organisiert. Wir haben ein paar ganz gestandene Schauspieler eingeladen. Direkt im Motiv auf Mallorca. Alles Charakterdarsteller. Großartig. Ja, vielen Dank für die Chance. Dann würde ich mal sagen, auf gute Zusammenarbeit und auf Fassbinder. Auf Fassbinder. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Wer ist Fassbinder? Was weiß ich? Zeig mir die Ausschreibung nochmal. Oh Mann. Suntoxy, der neue Energy Booster aus dem Hause Reiser. Jetzt ist deine Chance. Mach mit und gewinne 10.000 Euro. Was du dafür tun musst? Ein Werbespot aus deiner Hand. Und du kannst eine landesweite Ausstrahlung gewinnen. Und das nur hier bei der Firma Reiser. Energy Booster Suntoxy. Wir sehen uns. Das ist es. 10.000 Euro. Landesweite Ausstrahlung. Und was braucht man für einen Werbespot für den neuen Sommerdrink? Eine Villa, Sonne, Pool. Titten. Laola-Musik, Party-Feeling. Titten. Ja, von mir aus auch das. Jedenfalls junge Leute, viel Haut, Rumgehopse am Pool und so. Ich habe Philipp schon Bescheid gesagt. Er fährt auch mit und dreht alle Bilder, die wir brauchen. Und dann schneiden wir nächste Woche den Spot zusammen und fertig ist die Kiste. Ja. Aber dieser komische Fassbinder-Typ. Es ist seine Villa, wie sollen wir sonst an das Motiv kommen? Lass den seinen komischen Kunstkack machen. Philipp dreht schon die Bilder, die wir brauchen. Und zack, die Wupp, sind wir reich und haben den Spot in landesweiter Ausstrahlung. Ja. Wetter ist super, aber ich weiß trotzdem nicht, bis jetzt, warum wir das hier eigentlich machen sollen. Das ist doch viel zu aufwendig. Ey, super, dass du deine Villa zur Verfügung stellst. Warte mal kurz. Da hätte man ja auch in Köln machen können, oder? Nee, ist doch super hier. Ich hab gesagt, in Köln, das ist, ich versteh's nicht. Ja, warte mal kurz. Bis gleich. Tschüss. Du bist also der Stammkameramann von Patrick. Ja, genau, ich drehe immer für die. Jetzt haben die mich halt gebeten, hier für diesen Werbespot
Ich meine das Casting für dieses Dingens Film zu drehen. Fassbinder. Sag ich ja. Okay. Ja, schönen guten Morgen, die Damen und Herren. Morgen. Schön, dass ihr alle pünktlich seid. Ist ja nicht selbstverständlich bei Schauspielern. Also ich finde das selbstverständlich. Unpünktlichkeit ist mega unprofessionell. In 10 Jahren war ich nicht einmal unpünktlich. Ist genauso wie mit dem Text. Ein Schauspieler, der seinen Text nicht kann, ist für mich kein Schauspieler. Wow, De Niro ist auch hier. Leute, haben wir ein Glück. Sag mal, hast du dich speziell darauf vorbereitet? Stuhlentspannung, Animal Exercises, Sense Memory. Oder scheißt du das einfach aus dem Moment? Also, wir machen hier ein Casting und morgen entscheide ich mich dann für die 2 Hauptrollen. Also an mir soll es nicht scheitern. Übrigens, ich habe Ihren letzten Film gesehen. Der hat mir richtig gut gefallen. Der war so berührend. Ach echt? Wie hieß denn der Film? Sag mal, was hat dich so berührt? Und erzähl uns doch mal, wo es dich ganz besonders berührt hat. Im Arsch? Auf dem Maul. Aber meine andere Frage, wie läuft denn das jetzt eigentlich hier so ab? Ich meine, warum ist das Casting eigentlich auf Mallorca? Wir haben ja eigentlich nur die Information bekommen, dass hier um ja, ein Film im Stil von Dings da Fassbinder. Geht. Fassbinder. Sorry, ich muss mich erstmal akklimatisieren. Was ist das? Oh. Tschüss, ja. Pass mal auf. Hey, wer ist das? Alter, was bist du eigentlich für eine hohle Nuss? Den kennt doch jeder, den Heribert. Das ist ein ganz berühmter Fußballmoderator gewesen. Wie wär's, wenn wir denn Musik anmachen? Ein bisschen Stimmung und so. Ich hab dir ein paar Drinks mitgebracht. Ja, voll geil. Ich wollte eigentlich erst eine kurze Ansage machen, ja? Projekt vorstellen, proben. Ja klar, super, mach das. Aber vielleicht bei einer kleinen Party? Ja. Ja, am besten ziehen alle ihre Badesachen an. Ja. Also. Also, es geht um eine gescheiterte Partnerschaft, um zwei Menschen, die nicht miteinander, aber eben auch nicht ohne einander können. Das kenne ich. Das hatte ich schon mal. Also das kann ich, da bin ich genau der Richtige für. Ich habe eine Sonnenallergie, die kann ich vielleicht irgendwo einen Schatten. Und Stimmung! Also, ich würde ja jetzt gerne erstmal wissen, mit wem ich das hier eigentlich jetzt zu tun habe. Also, ich bin hier zu irgendeinem Casting eingeladen worden für einen Film. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt hier bei den anderen ist, aber ich würde schon ganz gerne wissen, ob das hier auch eine seriöse Produktion ist. Wenn das jetzt hier um Nacktszenen geht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich nicht. Mach dir da mal gar keine Sorgen, das will ja eh keiner sehen. Bitte? In einem anderen Leben vielleicht. Und bitte! Psst. Ich habe noch nie eine Frau so geliebt wie dich. Also, ich habe dein gutes Gefühl. Das ist meine Rolle. Ich kann mich da echt gut reinfühlen. Das wird auch ein Preisfilm. Ich bin ja sowieso eher die Schauspielerin, die Preise gewinnt. Nicht so Massenware und so. Eher so Meryl Streep. Ja, und ich bin eher der Schauspieler, der Schauspielerin flachlegt. Auch gut. Nur Idioten hier, nur Idioten. Ja, sagt Meryl Streep. Und du? Was bist du für ein Schauspieler? Al Pacino. Christopher Walken. Ah, nee. Du hast was von Sascha Heng. Gar keiner. Ich bin Praktikant bei der Produktionsfirma. Ich habe gehört, dass es da ein Casting auf Malle gibt. Und da dachte ich mir, ein paar Tage Pool, Strand und mehr auf Kosten des Hauses. Nehme ich mit? Merkt eh keiner, dass ich hier nicht hingehöre. Okay. Viel zu viel UV. Viel zu viel UV. Ja, ich brauche ein Zimmer, wo die Sonne nicht so reinknallt, wisst ihr? Wegen den UV-Strahlen. Da reagiere ich allergisch drauf. Ich krieg dann direkt Herpes. Wichtigster Vertreter des neuen deutschen Films der 1970er, wichtigster des deutschen Films der 1970er, 80er Jahre, Autodidakt, Antitheater, Hanna Schügul, Erm Herrmann, ja, Günther Kaufmann. Und jetzt tanz mal ein bisschen, ja? Tanz mal ein bisschen. Super Stimmung, ja. Ja, steh auf, Baby, steh auf. Ja, hüpf ein bisschen auf dem Bett rum. Super. Oh, ja, ja, ja.
Super, super, super. Reib dich dann ein. Reib dich dann ein. Willst du Dosen? Ja, reib dich dann ein. Oh, du hast eine super Hose an. Danke. Bisschen die Hüfte nach vorne, ja? Ja. Wichtigster Vertreter des neuen deutschen Films der 1970. Was eine Scheiße. Ich will nach Hause. Okay, Leute. Schaut euch an. Gut. Atmet euch ein, ganz tief. Nehmt den anderen wahr, sehr schön. Ja. Denkt an euer Need. Nächstes Need vergessen. Achtung, und jetzt mit großer Leidenschaft die Szene. Und bitte. Gestern Nacht waren Sie eine andere. Gestern Nacht war ich Maria Braun, die mit Ihnen schlafen wollte. Heute bin ich Maria Braun, die für Sie arbeiten möchte. Ich möchte nicht, dass Sie denken, Sie hätten was mit mir, denn die Wahrheit ist, dass ich etwas mit Ihnen habe. Ich habe den Text vergessen. Können wir nochmal? Nein. Nur einmal? Nein, danke. Reicht mir. Hatte schon viel Schönes. Na super. Die nächste. Und vor allem, ich habe da abstraktes Theater gemacht. Wir haben da so auf der Bühne gelegen und uns mit Farbe angemalt. Das hatte wahnsinnig viel Ausdruck. Hm. Aha. Und einmal mussten wir so richtig laut schreien. Aber ohne erkennbare Laute, mehr so animalisch. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war nur ein kleines Theater, aber es mag ich ja. Ist irgendwie intimer. 10 Plätze oder so. Es war aber nicht immer ausverkauft. Das denke ich mir. Und du? Was machst du so? Ach ja. So Verschiedenes. So Alarm für Cobra 11 und so. Cool. Und was machst du denn? Also, letzte Woche bin ich über die Motorhaube von einem Auto gesprungen. Mhm. Und dann ist was explodiert. Und ich musste ganz schnell rennen. Und am Ende habe ich dann gebrannt. Cool. Ist ja auch irgendwie abstrakt. Mhm. Gut, dass ich Sie hier finde. Ich wollte sowieso nochmal mit Ihnen darüber reden. Was ja bekannt ist, ist, dass Fassbender ja eine der wichtigen Vertreter des neuen deutschen Films in den 70er und 80er Jahren war. Wo ich persönlich sagen muss, das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, das, was Auto gesagt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich besonders zu schätzen gelernt habe, ist sein Antitheater und seine Arbeit mit Hanna Schigila und ihrem Kaufmann und Günther Herrmann und solchen Leuten. Die habe ich extra aus der Apotheke gekauft. Die müsste eigentlich sehr, sehr gut sein. Das ist aber Lichtschutzfaktor 20. Ich brauche mindestens 40. Obwohl der Hauptarzt ja sagt, dass der Lichtschutzfaktor gar nicht so entscheidend ist. Aber die ist mit hochwirksamen UVA- und UVB-Schutzsystemen für Sonnencreme. So, also, fangen wir mal an mit Szene 12. Ne? Schaut euch an, ihr wisst ja, worum es geht. So, nehmt die Energie auf. So, Liebesgeschichte zwischen euch beiden. So, ja, genau, nehmt die Energie auf. Okay, verliebt euch ineinander. Achtung und bitte. Nicht weinen. Warum weinst du? Muss aufhören zu weinen. Warum nicht aufhören? Weil ich so glücklich bin. Weil ich solche Angst habe. Nicht Angst. Angst nicht gut. Angst isst Seele auf. Hä? Hier stimmt irgendwas nicht, oder? Wie Angst essen Seele auf? Das ist grammatikalisch gar nicht korrekt. Steht das da? Es müsste heißen, Angst isst die Seele auf. Warum? Oder? Warum ist die Angst die Seele? Ich meine, Angst kann doch nicht essen. Da hat sie recht. Angst kann echt nicht essen. Das
hier kein Deutschunterricht, ja? Wirklich. Aber. Cut, danke, das war's. Wir bauen um auf Szene 13. Ja, was ist das für ein Text? Das macht keinen Sinn. Von uns. Also guck mal, ich dachte vielleicht so für den Film so Himmelblau oder Babyblau oder so ein anderes Blau. Das ist nicht dein Ernst, ne? So, ich habe schon mal eine Biografie geschrieben, weil ich mache das immer so, weil ich gut vorbereitet bin. Profis machen das halt so. Wie jetzt? Du kannst nicht mal das Drehbuch und schreibst eine Biografie. Ja sicher, der Typ hat doch gesagt, worum es geht. Der hat gesagt, dass es um einen Mann und eine Frau geht. Und das ist ein Film im Stil von diesem, Fassbinder. Ja, genau, dem Typ da halt werden soll. Ja, genau. Und aus diesen Angaben hast du jetzt eine Biografie geschrieben? Ja sicher. Guck zum Beispiel, 1968 wurde er Mitbegründer des Antitheater, trat dort in mehreren Inszenierungen Fassbinder auf und wirkte auch als Autor und Regisseur mit. Seine erste Titelrolle beim Film hatte er dann... Leute, was ist denn mit Abendessen? Ich hab Hunger. Wir können Pizza bestellen oder so. Nee, lass mal was zusammen kochen. Ich meine, der Kühlschrank ist voll mit Gemüse und so ein Zeug. Nur der Quark ist weg, weil Lara sich damit eingerieben hat. Wieso hat Lara sich mit dem Quark eingerieben? Ja, wenn die Haut zu viel Sonne abbekommen hat, dann soll man mit Milchprodukten kühlen. Dann ziehen sich die Gefäße zusammen und die Schwellungen klingen ab. Ja, wie sieht sie denn aus? Und was machst du so schauspielerisch? Ich habe vor allem Theater gemacht. Mhm. Oft waren wir auf der Bühne mehr als Zuschauer da. Aber egal, Hauptsache spielen. Echt so. Ich frage mich immer, ob ich auch dann noch Schauspielerin sein wollte, wenn ich wüsste, dass ich niemals erfolgreich sein würde, weißt du? Nie reich, nie berühmt, nie Preise gewinnen. Wenn ich einfach nur spielen würde und keiner guckt zu. Kein Jubel, kein Applaus, einfach niemand da. Und dann? Was wäre dann? Was wäre dann? Dann erst recht. Ja, hi. Irgendwie sind das nicht die Schauspieler, die ich haben wollte. Weißt du, die wissen nicht, wer Fassbinder ist. Nicht? Kennen die nicht. Haben den ganzen Tag am Pool rumgelegen, sind ins Wasser gesprungen, haben sich nass gespritzt, haben gelacht und keine einzige ernsthafte Szene haben wir gedreht. Ich glaube, ich cast nächste Woche nochmal. Ja, echt? Ja, sorry. Tschüss. Ich kaufe mir von den 10.000 ein Surfbrett. Wie ja! Spaß. Oh mein Gott, und dann geht's auf die Bahamas! Ja, Mann. Das wird so geil. Wir haben sowieso die allergeilsten Bilder. Philipp ist einfach der Beste. Achtung jetzt! Meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir haben einen glücklichen Gewinner aus tausenden von Einsendungen des Werbeclips für den Sun Toxic Booster. Darf ich ihn vorstellen? Bernd Röger, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Röger! Ja! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist überwältigend. Ich bedanke mich bei dem jungen Produktionsunternehmen, das mir die Chance gegeben hat. Ich bedanke mich bei meinem Kameramann, der mich inspiriert hat. Und ich glaube, von jetzt an drehe ich nur noch Werbefilme, weil da sind die geileren Weiber und das größere Geld. Vielen Dank. Suntoxic!